Namaste, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Diara und wir machen heute zusammen eine Vinyasa-Yoga-Flow-Einheit. Wir haben ungefähr 45 Minuten. Heute habe ich uns ein kleines Thema mitgebracht und zwar, ich unterrichte ja Vinyasa und grundsätzlich gibt es im Yoga zwei Ausrichtungen. Du kannst sehr dynamisch arbeiten oder eher sehr ruhig und statisch. Und ja, vielleicht sogar auch fast schon so ein bisschen therapeutisch, sage ich mal, in Anführungsstrichen wohlgemerkt. Und diese Dualität, also diese Zweigeteiltheit, die haben wir im Leben ja grundsätzlich sehr, sehr, sehr oft. Ja, also das geht los bei Mann und Frau, geht weiter mit Tag und Nacht, ja, Yin und Yang, dunkel und hell, richtig und falsch, ja, nein, anstrengend und nicht anstrengend. Und das alles möchte ich heute gerne in diesen Kurs, in diese Stunde hineinbringen. Und ich lade dich da ganz herzlich zu ein, einfach mal in dich reinzuspüren, in welcher Energie bist du gerade. Alles, wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt. Da, wo Schatten ist, gibt es immer auch Licht. Also es geht hier wirklich nicht darum, den einen Königsweg zu, zu propagieren. Ja, ich mag beides sehr gerne. Ich mag gerne dynamisches, fließendes Yoga. Ich mag aber auch gerne das etwas ruhigere Yoga. Und ich versuche heute mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen von dem einen zum anderen. Ja, also komm bitte in die Haltung des Kindes, weil da fangen wir an. Schließ deine Augen und begrüße dich selber auf der Matte heute. Schau mal, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Und was ist heute bei dir dran? Was ist heute für dich wichtig? Warum bist du hier? Worum geht's für dich? Jeder hat ja immer auch so seine ganz eigenen Themen, die wir hier auf der Matte abarbeiten. Macht euch keinen Stress, bitte denkt daran, es ist nur Yoga, es ist kein Wettbewerb, es geht nicht um höher, schneller, weiter. Wir wollen uns ganz einfach und schlicht was Gutes tun und diese goldene Mitte, ja, diesen Mittelweg zwischen zu viel und nicht genug. Ja, das sind auch wieder diese zwei Extreme, zu viel und nicht genug. Und irgendwo da in der Mitte treffen wir uns. Noch einmal einatmen und ausatmen, da wo du jetzt bist, am Platz, in der Child's Pose. Und dann mit der nächsten Einatmung, wenn du das noch nicht hast, bring mal die Arme nach vorne. Atme noch einmal tief aus. Dann kommst du mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel in einen Vierfüßlerstand und in die Child's Pose, aber diesmal ein bisschen anders. Stell deine Fußspitzen ab. Auch eine Child's Pose, aber auf den Fußspitzen. Lass dein Oberkörper, lass dein Herz sinken. Ja, die erste Child's Pose war sehr weich, sehr entspannt. Und diese Child's Pose ist jetzt ein bisschen aktiver. Wir rollen uns in einen Fersensitz nach oben. Sehr schön. Richte dich ganz auf, heb dein Gesäß, streck die Arme hoch. Sehr schön. Und dann bringst du die Hände vor dein Herz, Namaste. Bring deine rechte Hand an die rechte Ferse. Die Füße sind immer noch aufgestellt. Streck den linken Arm nach oben und guck nach oben. Ja, wir gucken sehr oft nach unten. Jetzt gucken wir mal nach oben in die Sonne. Streck dich. Reach for the stars. Ja? Greif mal nach den Sternen. Und dann kommst du elegant wie eine Gazelle über die Mitte. Windmühlenarme zur anderen Seite. Look up. Guck nach oben. Streck dich. Atme in deine Flanke. Ja, wir nennen das Dancing Camel Pose, das tanzende Kamel. Über die Mitte, Windmühlenarme nach rechts, schwenken,
Inhale, exhale über die Mitte. Inhale, lift up, dancing camel, drück dein Becken vor und komm nochmal nach rechts. Jeder für sich, bitte macht es jetzt noch einmal mit eurer Atmung und in eurer Zeit. Schöne Herzöffnung als Warm-up. Wunderbar. Nochmal links und nochmal rechts, nochmal einmal pro Seite. Wenn du rechts angefangen hast, so wie ich, dann endest du bitte links auf der Seite und du kommst zurück. Achtung, streck die Arme hoch, heb die Knie ab. Aha. Und komm in eine tiefe Vorbeuge. Uttanasana. Roll up. Und Hände vom Herz am Ende der Matte. Namaste. Einatmen, streckt euch lang in den Berg. Mit der Ausatmung geht nach unten tiefe Vorbeuge. Lauft nach vorne ins Brett. Bleibt mal einen Moment hier in diesem Brett. Kraftvoll. Ja, die kraftvolle Seite des Yoga. Weil genau das brauchen wir. Wir brauchen für dieses Leben Kraft und Stärke. Und auf der anderen Seite aber auch die Flexibilität. Ja, die Flexibilität, um uns Widrigkeiten anzupassen. Noch 5, 4, ganz kraftvoll, drück die Hände in den Boden. Yes. Und was du hier machst, zieht mal bitte die Hände zum Bauchnabel gefühlt und die Füße ebenfalls zum Bauchnabel. Spür mal, was das macht. Wow, ein zitterndes Brett wird das jetzt. Sehr gut. Und dann Knie, Brust, Kinn zum Boden sinken lassen. Entspannen. Einatmen, öffne dein Herz, Cobra. Exhale, ausatmen, unser erster Down Dog. Adho Mukha Svanasana. Walk your dog, vertretet euch ein bisschen die Beine. Schüttelt nochmal den Kopf aus. Ja, 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 nein, 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 vielleicht, keine Ahnung. Zieht die Achseln hoch. Wir hängen nicht im Hund, wir stehen im Hund. Die Achseln aktiv in den Körper saugen. Und dann kommt mit kleinen Holzschritten, das heißt mit der Ferse zuerst, wie als wenn du keine Knie hättest, wie so ein Pinguin, nach vorne, tippel, tippel, tippel. Sehr schön, da kommt die Bewegung ein bisschen mehr aus der Hüfte. Ausatmen, Uttanasana. So, wir fangen an, ihr Lieben. Lift up, einatmen. Hände vom Herz, Namaste. Einatmen, Berg. Ausatmen, du gehst in die Vorbeuge, aber du nimmst die Arme mit. Schwing die Arme hinten durch, falte die Finger, zieh die Schultern lang. Easy. Die gebundene Vorbeuge. Bleib mal kurz hier. Beug mal ein Bein. Lass das andere gestreckt. Wechsel die Seite. Nochmal wechseln. Ein Bein beugen, das andere gestreckt. Und wechseln. Beide Beine ausstrecken, so gut wie es geht. Öffne deine Arme, setz dich in einen Blitz. Ja, auch Stuhl genannt. Und von hier machen wir mit dem rechten Bein einen Schritt nach hinten in den Sprinter. Langsam. Ja, das Gewicht gleichmäßig vorne und hinten verteilen. Denk nochmal an unser Thema heute. Ja, diese Zweigleisigkeit, die Dualität des Seins, hinten und vorne, oben und unten, innen wie außen. Krieger 3, heb ab. Flugzeugtragflächenarme, Bauchnabel nach innen. Halte hier, Gleichgewicht. 5, 4, Standbein ist leicht gebeugt. Das rechte Bein eher nach innen rotieren. 3, 2, Schultern weg von den Ohren. 1. Und dann machen wir einen großen Schritt und wir gehen in die Pyramid Pose, die Pyramide. Lass den Kopf fallen. Wenn du mehr möchtest, kannst du die Fußspitze vorne links abheben. Druck in die Ferse. Schieb die Ferse in den Boden. Zieh diese Ferse noch einmal aktiv Richtung Bauchnabel nach hinten, spür den Unterschied.
Sehr schön. Auf die Fußsohle kommen. Hinterer Fuß dreht quer. Wir machen Krieger 2. Richte dich auf. Und Reverse Warrior. Herabschauender Hund. Rechtes Bein heben, einatmen. Zwei große Schritte, Riesenschritte nach vorne. Wenn du mehr als zwei brauchst, ist nicht schlimm. Komm nach oben, streck dich, richte dich auf in den Berg. Das gleiche in grün auf der linken Seite. Namaste. Einatmen, Berg. Was kommt jetzt? Werd aufgepasst. Ganz genau, danke schön. Gebundene, tiefe Vorbeuge. Schwing die Arme durch, falte deine Hände, zieh die Schultern lang. Nochmal ein Bein beugen. Wir haben Zeit. Ein Bein strecken. Und wechseln. Ein Bein beugt, das andere bleibt lang. Du kommst in deinen Blitz, setzt dich tief wie auf einen Stuhl. Mit dem linken Fuß kontrolliert. Schritt nach hinten, Sprinter. Und abheben, Flugzeugtragflächenarme rechts, links. Krieger 3. Standbein ist leicht gebeugt. Gleichgewicht. Kinn runter. Such dir einen Punkt am Boden, der sich nicht bewegt. Zieh den Bauchnabel leicht nach innen. Die Schultern weg von den Ohren. Lass deinen Atem fließen. Ujjayi. 5, 4, links den Oberschenkel nach innen rotieren. 3, 2, 1. Pyramid Pose. Gerne die Variation heute. Fußspitze rechts abheben und die Ferse nach hinten, statisch nach hinten, zum Bauchnabel. Eine aktive Pyramid Pose. Sehr schön. So, dann leg diesen Fuß wieder ab, dreh den hinteren Fuß quer für Krieger 2. Reverse Warrior. Und herabschauender Hund. Sehr gut. Linkes Bein heben. So, habt ihr das? Habt ihr euch das gemerkt? Sehr schön. Das ist heute unser Flow. Tiefe Vorbeuge. Auf geht's, ihr Lieben. Einatmen, streckt euch lang. Ausatmen, direkt. Schwing die Arme durch. Gebundene Vorbeuge. Bisschen flotter jetzt. Einatmen, dynamisch. Blitz. Rechts Schritt zurück. Sprinter. Und Krieger 3, abheben. Fliegen. Yes. Komm in eine Pyramid Pose, Touchdown. Krieger 2. Öffne dich, Reverse. Exhale, Down Dog. Komm nach vorne ins Brett, einatmen. Chaturanga, aus. Einatmen. Und aus. Rechtes Bein heben ein. Zwei Riesenschritte nach vorne an den Anfang aus. Einatmen, steht auf. Und direkt geht ihr nach unten, schwingt die Arme durch. Wusch, zieh die Schultern lang. Komm in deinen Blitz. Links Schritt nach hinten, Sprinter. Und du bist gerade in diesem Sprinter, da hebst du auch schon wieder ab. Krieger 3. Jetzt. Pyramid Pose. Krieger 2. Hinterer Fuß stellt sich quer. Öffne deine Arme. Reverse. Fließende Bewegung. Und Down Dog ist deine Ausatmung. Linkes Bein heben ein. Zwei Riesenschritte nach vorne. Aus. Einatmen, steh auf. Und ausatmen. Hände vom Herz. Namaste. Einatmen, Berg. Nochmal, aber ein bisschen anders jetzt. Ich schneide was raus. Gebundene Vorbeuge, okay? Das bleibt. Komm in deinen Blitz. Und jetzt Achtung, der Sprinter fällt weg. Wir gehen sofort in den Krieger 3. Heb ab. Yes. Sofort in den Krieger 3. Sehr gut. Pyramid Pose, Touchdown, beide Beine lang. Sehr gut. Und jetzt direkt Reverse Warrior. Woo!
Direkt. Kein Krieger 2. Direkt. Yes, here we go. Komm zurück in die Pyramid Pose und jetzt Achtung, das linke Bein nach hinten oben schwenken, dreibeiniger Hund. Komm nach vorne, dreibeinige Planke. Dreibeiniges Chaturanga, Liegestütz, yes. Einatmen, setz beide Fußrücken ab, öffne dein Herz, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, Down Dog, herabschauender Hund. Rechtes Bein heben, ein. Step, step, komm nach vorne an den Anfang deiner Matte. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, steht auf, schwenkt die Arme durch, wusch, gebundene Vorbeuge. Komm in deinen Blitz, setz dich tief und dann heb ab. Linkes Bein abheben, Krieger 3, direkt, yes. Pyramid Pose, alles wieder landen lassen. Sehr gut. Reverse Warrior. Einatmen, große Bewegung. Schöne Arme. Ausatmen, nochmal tief Pyramid. Rechtes Bein nach oben. Three-legged. Inhale. Dreibeinig Brett und Chaturanga. Exhale. Einatmen, Füße Point. Beide Füße jetzt ablegen. Urdhva Mukha oder Cobra. Exhale, ausatmen, Down Dog. Linkes Bein heben, ein. Step it up, komm nach vorne, tief in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, streckt euch und die Hände vom Herz, Namaste, stopp. Jetzt leg mal beide Hände bitte auf dein Herz und spür kurz nach. In welcher Energie bist du? Dunkel oder hell, ja oder nein, männlich oder weiblich? Licht oder Schatten, es gibt kein richtig oder falsch. Wir machen das noch einmal und es kommen immer ein paar Sachen dazu, einiges fällt vielleicht auch mal weg. Einatmen, streck dich lang. Komm noch einmal in diese gebundene Vorbeuge, falte die Hände, zieh die Schultern lang. Sehr schön. Wir gehen in den Blitz, setz dich tief, der Stuhl. Und hier kommst du einmal bitte auf die Fußspitzen, heb die Fersen. Yay. Und jetzt heb bitte rechts deinen Fuß. What? Yay, 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 genau. Ja, es war kein Versprechen, du hast richtig gehört. Aha. Krieger 3. Flugzeugtragflächenarme. Konzentriert euch. Ja, Gleichgewicht. Das heißt nicht umsonst Gleichgewicht. Wir gehen in den Halbmond. Setz die linke Hand am Boden ab und öffne dich in deine offene Seite nach rechts. Bitte schaut mal, dass ihr den rechten Fuß nicht wie in Shavasana hängen habt, sondern aktiv. Wir arbeiten im Yoga mit geflexten Füßen. Gerne Padabandha, extra für dich, Thorsten aus Düsseldorf. Du bist bestimmt auch wieder dabei. So, dreh mal die Fußspitze nach oben zur Decke. Ja, spür mal, wie dein Becken dabei mitgeht. Ich sag immer, die Hüfte fängt im Fuß an. Öffne diesen großen Zeh nach oben, wie so ein Zeiger, wie so ein Uhrzeiger. Und du wirst spüren, wie du im Becken dich öffnest. Dein Becken klappt auf wie ein Buch. So, Pyramid Pose. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und jetzt Reverse. Eieieiei. Aha. Sehr schön. Und herabschauender Hund. Das rechte Bein hebt. Und jetzt machen wir alle einen Riesenschritt, aber sowas von nach vorne. So, und hier, du gehst in den Krieger 2. Du streckst das Standbein und du kommst in das umgedrehte Dreieck. Dein rechter Arm zieht nach oben, guck nach oben, reach for the stars, da war mal was, schnapp dir einen Stern und jetzt bitte nochmal Fuß vom Gas. Heb die rechte Fußspitze, bist nur noch auf der rechten Hacke. Sehr schön. Atem fließen lassen und jetzt einmal aufgepasst bitte. Geh nach hinten, back of the house. Oh. Und herabschauender Hund. Was ich am Yoga liebe, ist,
dass wir nicht nur Gleichgewicht und Kraftausdauer und Flexibilität trainieren, das ist ja so Standard, was kann man so im Sport trainieren, sondern auch Koordination. Hinten, vorne, oben, unten, rechts, links. Seid ihr mit mir? Komm nach vorne, was eigentlich hinten ist. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Easy, entspann dich. Einatmen, steh auf, streck dich, Berg. Schwing die Arme durch. Wusch, falte deine Finger. Wir gehen in den Blitz, setz dich auf einen unsichtbaren Stuhl. Komm auf deine Fußspitzen. Plopp. Zentrier die Knie, keine O-Beine. Die Oberarme gerne noch einen Tacken mehr nach hinten Richtung der Ohren. Shifte das Gewicht nach rechts, heb die linke Fußspitze ab. Konzentrier dich. Wackel, wackel, wackel. Bei mir wackelt es auch, gell? So ist nicht. Aha. Ja, ich weiß. Und Krieger 3, Krieger 3, Krieger 3. Sehr schön. Halbmond. Setz deine rechte Hand zum Boden ab. Gerne mit Blöcken arbeiten. Dreh dein Becken auf links. Deine linke Seite ist die geöffnete Seite und du steuerst mit deinem großen Zeh. Je mehr du diesen großen Zeh nach außen rotierst, nach oben, desto mehr klappt dein Becken auf wie ein Buch. Halte die Unterbauchspannung. Könnt gerne auch so ein leichtes Mula Bandha setzen. In welcher Energie bist du gerade? Schwarz oder weiß? Heiß oder kalt? Liebe oder Hass? Pyramid Pose. Reverse. Dein rechtes Bein ist vorne und es ist gebeugt. Sehr schön. Super. Down Dog. Heb dein linkes Bein ab. Mach einen großen Schritt nach vorne. So, du gehst in den Krieger 2 und jetzt du streckst das vordere Bein, das linke, und gehst in dieses gekippte Dreieck. Guck nach oben. Wir gucken so oft nach unten. Leute, guck doch einfach mal nach oben. Ja. Sehr schön. Atme in deine Flanke. Streck dich. Und jetzt turn around, turn around, turn around. Komm zurück nach vorne zu mir. Kuckuck. Und tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Sehr schön. Kommt auf eure Fußspitzen. Beugt deine Knie. Hände vom Herz, Namaste. Wir möchten die Knie unterhalb des Bauchnabels haben. Also nicht irgendwie den hier. Ja, sondern... Öffne dich. Ha. Sehr schön. Nur das. Nur das. Bisschen Füße. Und jetzt mach mal deine Arme wie ein T. Flugzeugtragflächenarme. Und stell dir mal vor, das Flugzeug fliegt nach rechts. Zurück zur Mitte. Links. Nochmal zur Mitte. Sehr schön. So, wenn du möchtest, wir machen ja heute die Dualität des Seins, gerne eine Armbalance. Wie sieht's aus, Freunde der Nacht? Wollen wir eine Kobra machen? Wenn du noch nie in deinem Leben eine Kobra gemacht hast, dann machst du bitte keine Kobra. Spar dir das für irgendwann mal auf. Für 5, 4. Nimm ein Vinyasa, wenn du keine... Krähe machst, habe ich gerade Kobra gesagt? Ich wollte Krähe sagen, aber ihr habt mich schon verstanden. Ja? Also entweder du machst eine Krähe, so wie ich, oder du machst ein volles Vinyasa mit Chaturanga und allem Pipapo und dann treffen wir uns im herabschauenden Hund. Wie hört sich das an? Ist das ein Deal? Sehr schön. Spürt nach. Einatmen. Ausatmen.
Einatmen, ausatmen. Die richtige Mischung zwischen Anspannung, ja, Kraft und auf der anderen Seite Entspannung, ja, Weichsein. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Okay, wir gehen nach vorne ins Brett und in eine flache Bauchlage. Oh, das ist eine gute Idee, oder? Sehr schön. So, jetzt komm mal bitte in eine Sphinx. Die Sphinx ist so ein Mittelding zwischen Kobra, jetzt meine ich übrigens wirklich Kobra, und heraufschauender Hund. Ich will aber gar keine Sphinx eigentlich machen. Ich möchte heute einmal den Frosch machen aus dem Ashtanga. Dreh mal deinen linken Unterarm quer, so wie ich, quer zum Mattenrand. Und dann beugst du dein rechtes Bein. Ja? Mit deinem rechten Arm, du ziehst in einem weiten Bogen nach hinten, schnappst dir diesen Fuß und dann drück mit dem Fuß in die Hand und mit der Hand in den Fuß. So, gleichzeitig ist dein linker Unterarm aktiv. Sehr schön. Und versuch mal, deine rechte Schulter ein bisschen mehr nach vorne zu katapultieren. Du möchtest keinen Twist machen. Schließ ruhig für einen Moment die Augen. Eine wunderschöne öffnende Haltung, vor allem für die Schulter. Ich habe die Tage gelesen, dass wir in unserer Schulter nur noch so eine Bewegung von 2% haben, ja? Weil wir eigentlich unsere Schultern gar nicht mehr richtig benutzen. Ist das nicht irre? 2%. Jetzt hast du auf jeden Fall mehr als 2% und ich bin mir sicher, du merkst es auch. Vielleicht kribbelt der Arm, fühlt sich irgendwie ganz anders an. Sehr schön. Und lösen. Wir wechseln die Seite. Ja, rechten Unterarm drehst du ein und dann beugst du das linke Bein. Und dann geht dieser linke Arm weit zurück. Und wenn du sehr flexibel noch in deinen Schultern bist, was ich mir wünsche, kannst du auch das hier machen. Siehst du den Unterschied? Ich habe meine Finger über die Füße gestülpt, wie so Socken, und mein Ellenbogen zeigt jetzt spitz nach oben. Das ist für diejenigen, die sehr flexibel sind. Ist eine Pose, wo man den Unterschied zwischen rechts und links, auch wieder eine Dualität, ja, rechts, links, wo, da merkt man ihn. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe es auf der rechten Seite nicht gemacht, ja, weil ich bin auch so ein kleiner Schulterpatient rechts. Und manchmal ist es so, wir gehen mit dem, was da ist. Das, was geht, geht, und das, was nicht geht, geht nicht, ja, ist auch okay. Wie im wahren Leben. Wir können nicht alle Michael Jackson oder Whitney Houston sein, aber wir können trotzdem wunderschöne Lieder singen, oder? Also, gebt euer Bestes, atmet in eure Schulter, schaut, dass ihr nicht so sehr nach außen rotiert. Katapultiert eure linke Schulter sogar eher gegenteilig etwas mehr nach vorne. Atmet in euer Herz. Druck und Gegendruck. Ist keine passive Dehnung, ne? Drück mit deinem Fuß in die Hand und mit der Hand in den Fuß. Sehr schön. Noch 3, 2, 1 und lösen. Flache Bauchlage. Bitte einmal flache Bauchlage. Spür nach. Super. Dann stellt eure Hände neben der Brust ab und drückt euch in eine Haltung des Kindes zur Sicherheit. In diesem Frosch, den wir gerade gemacht haben, diesen Ashtanga-Frosch, ist auch eine doch nicht zu unterschätzende Rückbeuge. Und wir gehen jetzt in die Haltung des Kindes. Wir wollen unserem unteren Rücken noch mal ein bisschen was Gutes tun, ein bisschen Luft reinlassen. Die Zeit nehmen wir uns. Herrlich. Das ist genau das, was der Körper braucht.
Ihr könnt gerne mit eurem Popo so ein bisschen auf den Fersen nach rechts und links schwenken. Atmet tief ein hinter euren Bauchnabel, füllt eure Lungen mit neuer Energie, mit Sauerstoff. Super. Und dann kommt auf alle Viere in euren Vierfüßlerstand. Und was ich hier machen möchte, kreuzt mal eure Füße hinter euch, setzt euch hinter eure Füße, wenn euch das möglich ist. Wenn dir das Schmerzen macht, dann machst du das bitte nicht, dann setzt du dich anders hin, ist auch okay. Ich gehe heute mit euch in den Schnürsenkel. Wer kennt den Schnürsenkel? Gomukhasana. Also passt auf, wir fangen rechts an. Rechtes Bein ist unten, so wie bei mir. Mach mal das, was ich mache, Copy-Paste. Einfach gucken und kopieren. Und jetzt schnappe ich mir mein linkes Bein und setze das erstmal so, als wenn ich einen Drehsitz mache. Ja? Aber ich mache keinen Drehsitz, ich gehe weiter. Ich mache jetzt so wie Schnürsenkel beim Turnschuh. Ich ziehe mir die Knie zusammen. Am Ende soll das rauskommen. Kann man das sehen? Ja, ne? Wie geht's uns? Es ist anstrengend, ich weiß. Es sieht so harmlos aus, ne? Ist es aber nicht. Es ist eine der, ich finde, der krassesten Hüftöffner, die es gibt, obwohl es überhaupt nicht nach Hüftöffnung aussieht. Ja? Spagat sieht immer aus wie ein mega Hüftöffner und jeder erkennt's. Und das sieht überhaupt nicht aus wie Hüftöffner, ist aber einer. Und da bleiben wir jetzt. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte heute eine runde Stunde machen. Kraftvoll und gleichzeitig aber auch entspannend. Und jetzt beginnt der entspannende Teil. Ja? Das heißt, die nächste Viertelstunde fahren wir ein bisschen runter. Und wir lassen uns jetzt ein bisschen mehr Zeit fürs Fühlen und fürs Nachspüren. Wenn du das Bedürfnis hast, du willst hier noch irgendwas abarbeiten oder so, das reicht dir noch nicht, ne? Das hier. Ich mache dir ein Angebot. Was du machen kannst ist, du kannst deinen linken Arm nach oben strecken und den rechten nach unten und dann hinter deinem Rücken treffen sich deine Hände. Das sieht dann so aus, ich drehe mich mal kurz um. Ja, das wäre dann deine Alternative. Wenn das nicht geht, wenn die Finger sich nicht treffen, kann man auch den Ellenbogen greifen. Schnapp dir den Ellenbogen. Ja, ist auch gut. Ich sage mal, fake it till you make it. Alles ist erlaubt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Schließt eure Augen. Kommt jetzt bewusst in dieser neuen Energie an. Nehmt euren Atem wahr, die Dehnung an allen möglichen Körperregionen. Je nachdem, wo du sie jetzt persönlich fühlst, jeder Körper ist anders. Wenn ihr diese Variante mit den Armen dazugenommen habt, egal welche Variante, dann bleibt ihr bitte gerade sitzen, so wie ich. Was ihr auch machen könnt, ja, ihr seht schon, viele Wege führen nach Rom. Ihr könnt auch das mit den Armen weglassen und in eine Vorbeuge gehen. Aua. Oh, ja, das geht jetzt richtig rein. Und die Vollprüfe ist unter euch. Ja, ihr könnt natürlich auch die Kombi machen. Ne? Ihr habt die Arme, wie ihr sie habt, hinten gebunden und geht dann in eine Vorbeuge. Nur das ist eine Geschichte, das wird nicht jedem möglich sein. Wir müssen auch realistisch bleiben. Ja? Das wird bei weitem nicht jeder da draußen zu Hause hinkriegen. Deshalb sucht euch was aus. Noch eine Minute. Deine Variation, dein Körper, deine Praxis. Schließ die Augen nochmal. Und ich lasse dich jetzt
wirklich hier auch in Ruhe genießen. Ich hole dich dann gleich wieder ab. Letzten Atemzüge, da bin ich wieder. Hol dich zurück, atme tief ein und aus, richte dich auf, löse deine Arme. Wenn du mit den Armen eine Variation gewählt hast, streck die Arme einmal rechts, links zu den Seiten, dreh die Handteller nach oben, öffne deine Beine, stell die Füße vor dir auf. Setz die Hände hinter dir ab und schieb dich nach oben in den Tisch. Sehr gut. Gegenbewegung. Und wechsel die Seite. Der Schnürsenkel. Gomukhasana. Jetzt ist links unten, rechts ist oben. Ach ja. So, such dir wieder was aus mit deinen Armen. Und ihr könnt hier sehr, sehr gerne gerade sitzen bleiben. Einfach nur das, nicht mehr, nicht weniger. Oder ihr geht in eure Variation. Am besten die, die ihr auf der ersten Seite gewählt habt. Schließt eure Augen. Spürt euch nach innen, in den Körper, in die Dehnung, alle Bänder, alle Sehnen, alle Gelenke, die großen, die kleinen, alle Muskeln. Atmet euch da rein. Diese Asana ist wirklich super, super intensiv. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn jetzt so Fragen hochkommen. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, kennt ihr das so in der Mitte der Yogastunde? Es gibt auch so einen schönen Scherz dazu, habe ich mal gesehen. Am Anfang der Yogastunde, du gehst rein und sagst zu dem Lehrer, Hi, how are you? Good to see you. Und dann nach einer halben Stunde, du bist in irgendeiner Pose und denkst, I hate you. Und am Ende gehst du raus und sagst, Oh, that was awesome. Thank you very much. Ja, das ist so dieser Rollercoaster. Ach ja. Auch hier bleiben wir noch einen guten Moment in der Stille. Letzten Atemzüge. Holt euch zurück, kommt langsam raus, löst eure Arme, streckt die Arme, dreht die Handteller nach oben, löst eure Beine, stellt die Füße vor euch auf, stellt die Hände nach hinten für den Tisch.
Schiebt euch nach oben mit dem Becken. Ausgleich, Gegenbewegung. Und dann setzt euch tief und kommt zum Liegen. Legt euch ab, ihr könnt sehr gerne eine kleine Bauchübung draus machen. Zieht die Knie zur Brust, umarmt euch und dann streckt die Beine nach oben, nur das. Legt die Hände, die Arme entspannt neben euch ab. Wie Paritta Karani, der halbe Schulterstand. Wir wollen unsere Beine ein bisschen entlasten nach der Anstrengung. Sehr schön. Dann zieh dein rechtes Knie zur Brust, lass dein linkes Bein zum Boden sinken und rutsch rüber so ein bisschen nach rechts und dann klappst du das Knie nach links. Krokodil. Kopf in die Gegenrichtung. Letzte Übung. Immer wenn du einatmest, hebt sich dein Bauch. Wenn du ausatmest, entspannt die Bauchdecke. Ganz easy. Ihr könnt euren Atem hier wirklich einfach so laufen lassen. Ihr müsst da nichts forcieren, jetzt zum Ende hin. Manche Leute denken ja, Yoga ist nur sowas, ne? Yoga ist nur ruhig und nur entspannt. Also wenn ihr so Leute kennt, schickt die mal alle zu mir. Ich belehre sie eines Besseren. Yoga kann sehr, sehr anstrengend sein. Sehr fordernd und auch sehr konfrontativ, ja? Fast schon provozierend. So, wir gehen zurück zur Mitte. Wir wechseln die Seite, ihr Lieben. Wir haben es gleich geschafft. Ihr habt es super gemacht. Letzten Atemzüge. Und dann kommt in die Mitte. Ihr dürft hier alle Viere von euch ausstrecken. Legt euch so hin, wie das für euch am gemütlichsten ist. Mit allen Hilfsmitteln, die ihr vielleicht möchtet. Ihr seid ja zu Hause. Benutzt Decken, Kissen, Blöcke. Ja, was auch immer. Legt euch vielleicht was über die Augen, dann habt ihr es auch schön dunkel. Und wir machen unser Shavasana heute wieder mit Yoga für die Ohren. Das heißt, wir lassen die Musik jetzt weg. Alle deine Sinne dürfen entspannen, auch deine Ohren. Die Ohren sind ein ganz sensibles Organ. Entspann deine Ohren, entspann deine Gedanken. Entspann dein Körper, beide Beine, beide Füße sind jetzt vollkommen entspannt. Beide Beine, beide Füße
vollkommen entspannt. Dein Gesäß und dein Becken ist entspannt. Die gesamte Körpermitte, hinten und vorne. Alle Energien werden in Harmonie gebracht, ausgeglichen. Dein Oberkörper, deine Wirbelsäule, dein Bauch, dein Rücken entspannt. Spür die Atembewegung ganz leicht in deiner Brust. Deine Schultern sind entspannt. Beide Arme, beide Hände, jeder einzelne Finger entspannt. Daumen, Zeigefinger ist entspannt. Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, rechts, links. Entspann dein Hals und deinen Nacken. Deine Gesichtszüge, deine Mimik schmilzt. Deine Augenbrauen, deine Stirn, deine Kopfhaut. Jedes einzelne Haar. Deine gesamte Matrix, innen wie außen, entspannt, fährt zur Ruhe. Stecker raus, Strom weg. Spür nach. Während du jetzt wieder wach wirst und dich zurückholst, bedankst du dich bei dir selber, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast für dich, für deine Praxis, dein Wohlsein, für diesen Ausgleich. Oft ist es so, dass wir im Alltag die Tendenz haben zu übersteuern. Ja, wir leben auch einfach in dieser Gesellschaft. Ja, ich weiß nicht, ob das nur schlecht ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und Yoga ist eine schöne Möglichkeit, aus diesem übersteuerten Modus auch mal wieder runterzufahren. Nur unten ja, zu sein, das bringt es auch nicht. Also wir können jetzt nicht alle immer nur den ganzen Tag auf der Couch hängen und Fernsehen gucken. Ja, also es ist wirklich so, wir brauchen beides. Wir brauchen die Kraft, den Ehrgeiz, die Leidenschaft und wir brauchen aber auch zwischendurch diese Ruhepausen. Ja? Richtet euch auf, ihr Lieben, wir wollen uns verabschieden. Kommt zum Sitzen, bringt die Hände vor euer Herz. Schön, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir ein super schönes Wochenende. Und wer möchte, Montag um 9 geht's weiter. Namaste.